Herr Czerwinski, warum haben Sie einen Änderungsantrag zum Thema Wehrhahnlinie gestellt? Ja, wir haben heute beraten, wie soll das Straßenbahnnetz aussehen, wenn die Wehrhahnlinie fertig ist. Da gibt es eine ganze Reihe von Veränderungen. Das meiste finden wir gut, zum Beispiel, dass eine der U-Bahn-Linien jetzt neu in das Viertel-Zoo-Viertel gefahren werden soll. Das ist gut, aber es gibt eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, die noch zu bedenken sind. Eine Sache hatten wir angeregt, nämlich dass die Straßenbahnlinie 708 nicht ersatzlos wegfällt. Das wird jetzt geprüft. Wir haben Alternativen vorgelegt, wie man die attraktiv machen kann, dass die bestehen bleiben kann. Das ist gut, aber bei einer anderen Sache haben wir gesehen, da müssen wir einen Ergänzungsantrag stellen, nämlich dass die Straßenbahn weiterhin durch die Altstadt fährt. Das betrifft die 706 und die 715, denn sonst würden 40.000 bis 50.000 Einwohnerinnen von Düsseldorf demnächst zum Umsteigen gezwungen werden. Das finden wir doof und deshalb haben wir den Änderungsantrag gestellt. Und wie ist das Abstimmungsergebnis ausgefallen? Ja, leider hat die Mehrheit das abgelehnt von CDU, FDP. Die haben gesagt, nee, brauchen sie nicht. Die Leute sollen halt ruhig umsteigen, das wäre zumutbar. Wir finden, dass das nicht zumutbar ist, denn demnächst müsste jemand aus Unterrad an der Schadowstraße tief in den Keller gehen zur U-Bahn. Das ist so tief wie ein siebengeschossiges Haus. Und müsste dann eine Station mit der U-Bahn fahren und dann an der Heinrich-Heine-Allee wieder an die Oberfläche klettern. Das finden wir Quatsch, wenn man eigentlich, wie bisher auch, mit der Straßenbahn direkt bis in die Altstadt fahren kann. Und können Sie uns noch irgendwas Interessantes zu dem Thema sagen? Ja, wir haben die Wehrhahnlinie, die kommt erst 2015. Wir haben 2014 Kommunalwahl. Wir hoffen, dass wir bis dahin eine andere Mehrheit haben. Und wir hoffen auch, dass die Leute in Unterrad, in Pempelfort, in Derndorf dagegen protestieren werden, wenn sie merken, dass sie demnächst abgebunden sind und dass wir das doch noch möglich machen können. Okay, danke für das Interview.